So, hallo und herzlich willkommen zum Auskunftsbegehren. Ich muss euch zwei Dinge vorweg. Erstens, es geht hier um eine, es ist eine technische, mehr oder weniger, wie haben wir das aufgebaut, Talk und nicht ein Talk zu, was es sonst noch alles gibt. Und wir reden hier über die Version 0.1. Das heißt, das ist so, wir haben was gebaut, es funktioniert einigermaßen, aber es ist halt noch nicht perfekt. So, worüber wir nicht reden mit ist, was musst du zu einem Auskunftsbegehren beilegen, wie ist das zu versenden, eingeschrieben, nicht eingeschrieben und so weiter, E-Mail unterschrieben, digital signiert, was auch immer. Wie schauen die Fristen dazu aus? Ist auch nicht Teil des Talks. Und was muss man machen, wenn irgendwas nicht passt oder sowas? Dazu gibt es an sich schon recht gute Talks in der Chaos-Mediathek, also mediaccc.de. Da gibt es Talks von Leuten, die dazu früher schon was gesagt haben und man muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Ja, wie alles begann. Leuchtet nicht. Es hat ja gerade geleuchtet. Ja, anleuchten ist ja mute, oder? Ausschaltet. Nein, es leuchtet, ist es aus. Es leuchtet, ist es aus. Okay, Ersatzmikro ist unterwegs. Eins, zwei. Das leuchtet übrigens auch nicht, gell, Schatzi? Ja, das soll nicht leuchten. Ach so. Und hört ihr mich jetzt? Es geht nur um das Stream. Haben wir Ton am Stream? Haben wir Ton am Stream? 13, 24, 768, 317, 42, 42, 42. Das ist eigentlich an, warum ist es nicht? Das geht jetzt. Perfekt. 42, Perfekt. Super. Also begonnen hat alles am Anfang dieses Jahres. Da haben mich die Kumpels aus Siegen unter anderem kontaktiert und gesagt, wir haben also so eine kleine Local PR Group gegründet, also Leute, die für Chaos macht Schule PR machen und sich gegenseitig austauschen und hin und her. Und da rufen mich die Siegener an und sagen, macht ihr was zum Tag des Datenschutzes? Und ich so, Tag wer? Ja, also am 28. Jänner ist Tag des Europäischer Tag des Datenschutzes und wir machen eine Datenschutzparty. Wir haben ein Programm geschrieben, da kommen die Leute zu uns in den Space, und dann können sie ihre Datenauskunftsbegehren schreiben und wir frankieren sie gleich und unterschreiben, machen eine Party dazu. Und ich so, ist cool, machen wir auch. Ja? Und dann denke ich mir, puh, wo kommen wir das Programm her? Dann sagt mir irgendwer, ja, der Basti, das ist, der wird dann vorgestellt, hat sowas geschrieben, da liegt am GitHub irgendwas rum. Ja? Und dann haben wir das runtergezogen und dann, ja, also zum 28. Jänner haben wir es nicht geschafft. Aber die Idee, da war geboren, dass wir, und die Idee schaut folgendermaßen aus, wir hätten gerne zum nächsten 28. Jänner, der kommt ja wieder, dieser Europäische Tag des Datenschutzes, etwas, das jeder Space von uns und jeder RFA von sich aus so eine Datenparty macht. Ja? Egal, ob mit etwas, das er selber programmiert hat, so wie die Signa, oder mit unserem Programm, das wir dann zur Verfügung stellen werden. Das ist auch bewusst so gemacht, dass man es dann bespiegeln kann. Und da war dann meine Codierfähigkeit am Ende. Ja, du hast doch irgendwie gesagt, so bei einem Kaffee, wollen wir nicht was dazu machen und was braucht es dazu, damit wir das zum Beispiel bei uns machen können. Wie können wir das automatisieren, wie kann man das Leuten in die Hand geben? Und ich so, naja, theoretisch brauchen wir dafür Textfelder, oder? Gut. Und das, ja. Dann hast du einen Job gekriegt. Ja, das ist dann ein bisschen ausgeartet, weil vor allem, wenn du so naiv sagst, ja, okay, ich stelle mir das jetzt nicht so schwer vor, das könnte eigentlich recht gut funktionieren. Das übergeben wir dann auch in LaTeX, ganz einfach. Und ganz so. Ganz einfach, alles ganz einfach, ich stelle mir das nicht so schwer vor, ja. Der Cyber Pericraph hat Gott sei Dank, den findet ihr auch, von dem findet ihr auch Talks mit, was man bei einem Auskunftsbegehren zurückkommt, wie man das macht, was man da beachten muss und so weiter.
Der hat uns die Adressdaten zur Verfügung gestellt, was eine ziemliche Mammutaufgabe ist. Das ist, wenn wir die nicht gehabt hätten, hätten wir gar nicht weitermachen können. Weil dann wären wir jetzt mal ein Jahr damit beschäftigt gewesen, Adressdaten zu sammeln. Die Datensätze sind knapp 450 Datensätze gewesen in CSV-Files, in verteilten CSV-Files. Aber das war halt auch von, das Gute ist, es war relativ leicht zum Nachbearbeiten. Du kannst es jemandem in die Hand drücken und sagst, schau mal bitte da drüber, schau, ob das vollständig ist, was nicht vollständig ist, ergänz bitte. Das hat recht gut funktioniert. Aber mit den Datensätzen allein ist es ja noch nicht getan, weil mit 450 Datensätzen jetzt gleich einmal Datenbank anlegen, über Datenmodelle diskutieren und so weiter, ist vielleicht ein bisschen Overkill. Und das möchte man auch jetzt nicht jedem Space von vornherein antun. Also wenn man das gleich so machen möchte, dass man das an jemanden anderen in die Hand geben kann, dann ist das irgendwie unpraktisch. Kleinster gemeinsamer Nenner von allen ist ein XML-File. Weil das kann man, falls jemand von euch kennt, jemand Simple XML in PHP, nein? Damit kannst du das zumindest so ansprechen, als wäre es an sich schon eine Datenbank. Dann ist, wenn du mal eine Datenbank draus machst, musst du nicht viel umschreiben. Das war die Überlegung dahinter. Und dann nach den Adressdaten kommt es jetzt zugleich einmal, was kommt denn da für ein Text rein? Weil theoretisch müsste das auf einer Seite sich ausgehend vom Text. Wenn man da haben wir das Formular von der Datenschutzbehörde. Es gibt aber auch noch im Internet andere Formulare von der AG Daten zum Beispiel. Und die sind meistens zum selber Ausfüllen und sowas. Und genau dieses selber Ausfüllen war ja, ist, haben wir festgestellt, ist so die initiale Hürde, damit Leute ein Datenauskunftsbegehren stellen. Das Lustige daran ist, es muss wahrscheinlich vom Wortlaut nicht einmal alles, was dort ausgefüllt werden könnte, alles drinstehen, um ein Auskunftsersuchen an sich zu erstellen. Ja. 5.4, da ist es schon wieder. Das mit dem Datenmaterial hat relativ gut funktioniert. Am Anfang war es auch nur eine einzige Seite. Es ist doch noch jetzt eine einzige Seite. Also wir haben das wieder zusammengebracht, wir haben so alles Mögliche zusammenkopiert und gekürzt und so weiter. Es ist wieder eine Seite geworden, es ist relativ viel Text drin. Wir wissen nicht, wir sind selber keine Juristen, wir wissen nicht, ist es zu viel, ist es zu wenig. Falls Juristen da sitzen, bitte nachher melden oder ihr kriegt nachher auch noch eine E-Mail-Adresse, wo ihr euch melden könnt im Ticketsystem dann. So, ja, es ist eine Seite, es funktioniert hoffentlich für die meisten Auskunftsbegehren. Gut, also ich hätte gern von der Usability her ein bisschen mehr Klimbim drumherum, das machen wir aber dann anschließend. Das kommt gleich noch, das ja. Mit den To-Do, ja. Ja, genau, weil die Seite am Anfang erschlägt, wenn du nicht von innen bist sozusagen. Ja, es wäre vielleicht auch ganz praktisch dann in Zukunft, wenn wir dann auch Rückmeldungen haben, welche dieser Firmen da funktioniert haben, dass wir dann die Files eventuell auf die Firmen zuschneiden, sodass sie gleich das kriegen, was sie gewohnt sind. Wir haben uns gedacht, so mit den Absenderdaten, es gibt Leute, die haben seltsame Zeichen in ihren Namen, Akzente und so weiter. Wir haben uns überlegt, soweit wir es irgendwie möglich einfach machen können, machen wir einen Sheet-In-Sheet-Out-Generator. Das heißt, wir alles, was wir irgendwie abbilden können, was nicht unbedingt jetzt größere Programmierarbeiten erfordert, bilden wir mal einfach ab. Problem dabei, wenn wir das jetzt in PHP und XML lösen, ist, Adressdaten sind quasi User-Daten, die möchten wir eigentlich nicht zum Server übertragen müssen und nochmal zurück übertragen müssen und so weiter. Einfach, weil wir als Chaos irgendwann so in der Einstellung hingehen, wir können das eigentlich ein bisschen besser. Aber das, wir haben mit dem gearbeitet, was wir zur Verfügung haben und das war in dem Fall halt, wir generieren ein PDF mit LaTeX und LaTeX braucht ein Filesystem, um dieses PDF zu schreiben. Die Lösung dafür war, wir haben das Ganze in einer RAM-Disk und wir löschen zusätzlich, also wir generieren je nachdem, was man angehakelt hat, dann mehrere PDFs in einen ZIP-File und nach dem Herunterladen dieses gesamten ZIP-Files wird das auf dem Server gelöscht.
zusätzlich mit der RAMDesk haben wir uns überlegt, ist das eine Variante, die wir in Version 0.1 für vertretbar halten. Allerdings hat das, also das hat dann, ist ziemlich ausgeartet, wenn du das Ganze auf eine kleine Testmaschine machst und danach auf ein Serversystem gehst, auf ein gut gewartetes. Wir sind von der Testmaschine mit einem Lubuntu auf ein FreeBSD gewechselt. Das bringt den von einem Apache auf einen Nginx und haben dabei jedes Mal im Prinzip alles neu geschrieben, was zum Anpassen war, weil wir auch nicht damit gerechnet haben, dass das so anders ist. Wie gesagt, wir haben das mehr oder weniger in 2 Wochen ins Blaue hinein gemacht, deswegen ist das nicht so. Das größte Problem dabei war, festzustellen, wann der User ein File vollständig hat, weil Nginx das ganz anders buffert als Apache. Da gibt es, wenn euch das interessiert, dazu gibt es im Internet einiges an unterschiedlichen Methoden, wie die Browser feststellen, wann das File wirklich heruntergeladen wurde. Ja, dann hatten wir eine Very Early Alpha. Das haben wir mal so gelassen und haben gesagt, jetzt sammeln wir mal, was gibt es für Probleme. Das Safari-Problem, das berühmte. Ja, das Safari-Problem. Das Safari macht aus unserem schönen ZIP, was wir da hingeben, ist dann, wenn man das versucht zu öffnen, ist ein Target-Z drin. Und damit ein ZIP und ein Target-Z. Und das, wir wissen nicht genau, warum das ist, aber es wird dann in den nächsten Versionen lösen wir das anders. Wobei man dazu sagen muss, Safari macht das auch, wenn es nicht auf Apple läuft. Es macht auch auf Windows. Ja. Ja, Safari ist da ganz insistent. Wir haben einmal bei uns so in unserer Gruppe gefragt, so, kennt sich jemand damit aus? Weiß jemand, warum das auftritt? Also wir haben nicht einmal einen Screenshot dazu, damit wir das herzeigen könnten. Es dürfte nicht so ein begehrter Browser sein in der Community. Und das zweite Problem war, alle Änderungen, die wir eingepflegt haben, waren direkt am Live-System. Das war eher unpraktisch. Aber wir haben jetzt ein Staging-Environment. Weitere Dinge, das ist dann eher so deine Sektion, was wir machen mit der Umsetzung. Wir hätten gern nämlich eigentlich, dass das Ganze ein bisschen anwenderfreundlicher wird. Ja, na vor allem glaube ich, das war noch das Datenproblem, dass wir eigentlich, das solltest du jetzt schildern, dass wir eigentlich nicht wollten, dass er gibt seine Daten ein, die werden auf den Server, dort werden sie verarbeitet und dann wird das Ganze zurückgespielt. Dazu komme ich im nächsten Punkt. Ja, und das war dann noch eigentlich sehr unfreundlich. Das hat uns nicht gefallen. Das hat uns nicht gefallen, dazu komme ich gleich noch, weil auch das To-Do daraus ist ein bisschen länger. Was wir festgestellt haben, ist auch, dass wir, wenn wir die Seite jetzt auch in unserem Space so verteilen, ist so mal die Frage, so, was ist das eigentlich? Was habt ihr da gemacht? Es fehlt jegliche, auf der Seite fehlt, es tut mir leid, wirklich jegliche Erklärung mit, was es ist, was damit zu tun ist. Oh ja, ganz oben steht Auskunftsbegehren. Ja, okay. das ist so eine dieser Grundfunktionen, die wir einfach in der Hitze des Gefechts vergessen haben, weil wir innerhalb unserer Gated Community weiß eh jeder, wozu ein Auskunftsbegehren brauchbar ist. Also, ja. Also ich habe dann gesagt, wir müssen noch unbedingt einen Primary Screen schreiben. Was ist ein Auskunftsbegehren? Warum soll ich das machen? Was mache ich hier überhaupt auf diesem Site hier? Und aber dort, glaube ich, sind wir noch nicht. Das kommt dann noch jetzt. Ja, das ist, wir werden einige Sachen ändern. Und zwar, was wir auch festgestellt haben, ist im Moment ist es so, wenn ihr das benutzt, die Filterfunktion müsst ihr zuerst verwenden. Sie steht aber eigentlich als zweites drin, weil wir haben sie zuerst einmal haben wir geschaut, ob es funktioniert und dann haben wir gemerkt, so filtern wäre jetzt auch noch cool. Das ist halt so, wie ein Programm so entsteht. Das ist dann manchmal, muss man dann irgendwann mal sagen, okay, so ist es nicht sinnvoll, wir werden das ändern. Der Klassiker ist nämlich der, du trägst deinen Namen ein, dann suchst du die Filter aus, was er für Institutionen ausfiltern soll, dann ist dein Name wieder weg. Genau. Also da war irgendwie mit dem PHP, das hat nicht so, wie wir ursprünglich wollten. Ja, das war so nicht geplant, in der falschen Reihenfolge einprogrammiert, wirklich ein dummer Anfängerfehler eigentlich. Und die Adressangabe gehört deswegen eigentlich auch ganz zum Schluss. Und da ist gerade noch eine Anleitung dazu, was mache ich dann mit dem fertigen PDF?
Somit, weil wir dann so gefragt worden sind, kann ich das jetzt so schicken, muss ich da jetzt noch einen Ausweis beilegen? Das sind eigentlich alles diese Fragen, die um ein Auskunftsbegehren rundherum entstehen, aber die jetzt nicht unbedingt Teil unserer Programmierung waren, deswegen haben wir das sehr stiefmütterlich behandelt. Wir geloben Besserung. Nein, es ist ursprünglich, und das, dort wollen wir wieder hin, die Idee ist dann schon so, dass das Programm per se steht, dass man dann adaptieren kann, weil ja nicht nur das Datenmaterial anders ist in Nordrhein-Westfalen und was weiß ich in Niedersachsen, sondern auch noch die gesetzlichen Bestimmungen von Bundesland zu Bundesland verschieden sind. Die einen wollen eine beglaubigte Unterschrift, bei der anderen genügt es, einen Ausweis mitzukopieren. Und da muss man dann auch in der Zeit so den einen Screen so machen, dass die das locker austauschen können, auch jemand, der nicht programmieren kann oder der nur einfach programmieren kann. Zumindest war das die Bedingung. Ja. Also wir werden noch ganz viel damit ändern. Auch es ist jetzt auch in den Farben, die wir halt mal definiert haben, weil man sie vom Kontrast schön lesen kann und weil es ein dunkler Hintergrund ist. Ich mag persönlich die hellen Hintergründe nicht so. Und das ist natürlich aber alles halt Geschmackssache. Andere Spaces, die das implementieren wollen, wollen das vielleicht in ihren eigenen Farben haben und sowas. Das muss natürlich leicht austauschbar sein, ohne jetzt da die ganze Programmierung händisch durchzuwassern. Unser größtes Problem, dass wir die eigentlich keine User-Daten am Server haben wollen. Wir würden das gerne halt alles clientseitig generieren und alles bei den Clients lassen, damit, ja, wir schreiben nicht nur keine Logfiles, wir wollen sie auch nicht haben. Wir müssen dazu allerdings einiges umbauen. Wir haben jetzt dieses XML zwar schon relativ fertig, aber wir wollen, dass die Filterung clientseitig passiert. Das heißt, wir müssen das irgendwie zum Client übertragen. Dazu machen wir in Zukunft ein JSON draus und übertragen, nachdem das nur ein paar KB groß ist. Es sind keine riesen Datenmengen, weil wenn man das schön ausfiltert, steht nicht viel überflüssiges Zeug drin. Und die Filterfunktionen wollen wir dann auch alles clientseitig machen. Das heißt, sie brauchen das File beim Client. Vorteil daraus ist, auch alles, was man ausgewählt hat, die ganze Auswahl bleibt beim Client. Die User-Daten, die man eingibt, bleiben beim Client. Und danach wollen wir halt auch am Client selber das PDF generieren. Das hängt halt jetzt ein bisschen damit ab, was der Client dann an mehr oder weniger Rechenleistung in JavaScript mitbringt. Das könnte dann eventuell, wenn man alle 400 anklickt hat, etwas länger dauern. Aber das ist dann also dieses Problem können wir leider nur clientseitig lösen, wenn wir einerseits sagen wollen, wir wollen die User-Daten beim Client haben, muss das Generieren leider auch beim Client passieren und damit könnte es ein bisschen dauern. Wir haben am Anfang gesagt, wir wollen das Rad nicht neu erfinden, wir wollen das an Leute wieder zurückgeben, weil wir wollen das wieder, dass es jeder Space verwenden kann, weil wir sind da gestanden mit, das hat doch sicher irgendjemand fertig gemacht, weil der Cyber-Pericup, von dem wir die Daten haben, wollte mehr oder weniger genau so was machen. Und also eigentlich sind wir davon ausgegangen, sowas gibt es schon, wir müssen das nur adaptieren. Turns out ist anscheinend entweder, wenn es sowas gibt, nicht bis zu uns durchgedrungen. Und wir wollen aber halt nicht, dass jedem Space ähnlich geht und jeder das selber nochmal ausprogrammiert, sondern wir wollen das eigentlich so, dass es möglichst leicht anpassbar ist, weil dann haben wir mehr Ressourcen frei, um uns anderen Dingen zu widmen. Deswegen, wir basteln gerade an einer Version 2, wo wir das Ganze schon clientseitig generieren. Und die kommt dann auch ins C3W Git. Achtung, das C3W Git heißt in dem Fall C3 Wien. Das C3W gehört irgendjemand anderen. Und als Zeithorizont, also wir sind unter anderem auf der Maker Faire vertreten. Dort werden wir eine Printout-Variante bereitstellen, sodass die Leute dort mit ihrem Zettel nach Hause gehen können. Und an sich wollten wir gerne, dass wir eine mehr oder weniger lauffähige Version zum Weitergeben und schon zum Korrigieren zum Jahrestag der DSGVO, das wäre am 28. Mai, haben. Damit ihr auch dann im Zweifelsfall ein bisschen Zeit habt, um uns Rückmeldung zu geben mit wo kann man noch was besser machen, wo haben wir einen Blödsinn gemacht, weil solche Sachen fallen einem, wenn man das macht, überhaupt nicht mehr auf.
Man wartet dann, also es braucht immer einen zweiten, der das kontrolliert, damit einem Fehler auffallen. Und deswegen wollen wir das halt auch, wir sind uns ganz sicher, dass die Version, die wir zuerst online stellen, irgendwelche Fehler beinhaltet. Und da vertrauen wir ganz stark auf die Community, dass sie uns dann auch die Rückmeldung gibt mit, da habt ihr Mist gebaut. Und dazu werden wir hoffentlich am Camp 19 dann schon eine Version haben, die man wirklich fertig weitergeben kann, wo es eine Step-by-Step-Anleitung gibt, wie man das anpassen kann auf den eigenen Space und verwenden kann, hoffe ich. Gedacht ist dabei, dass das als Package kommt. Das heißt, du kriegst einmal ein Repository, dann kriegst du eine Anweisung, wie du deine lokalen Daten einfügst, wie du deine lokalen Anweisungen einfügst. Und dann hätten wir uns vorgestellt, dass man dazu auch noch liefert eine Presseaussendung, Material, mit denen man das bewerben kann, Vorschläge für Einladungen, sodass selbst wenn also die Kreativität ganz am Sand ist bei irgendeinem Space oder die total ausgebaut sind oder ganz woanders sind im Moment, dass man das fix nehmen und einfach exekutieren kann, dass man gar nicht viel lang nachdenken muss. Das ist nicht so viel Hexerei. Mit genauer Anweisung, wie viel Vorlauf mit deinen lokalen Medien, wen du kontaktieren solltest, damit das Ganze auch irgendwie ein bisschen Medienecho kriegt lokal. Das funktioniert ja nur lokal. Ja, ist völlig sinnlos, hier in Wien das zu bewerben, was dann als Party irgendwo in Linz steigt oder was weiß ich, in St. Pölten. Und also die Idee war dahinter, dass wir zum Jahrestag nächstes Jahr, wobei das, so Gott will, schon im Camp 19 zumindest zum Herzeigen ist, dass wir da ein Package haben, komplett that's it, friend, let's do it, am 28. Jänner 2020. Ja, und die Vorstellung ist, wenn jeder Space und jede Erfa in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz an dem Tag so etwas macht, das macht sicher mehr Wumms, als wenn das nur irgendeiner irgendwo macht oder ein paar. Das ist die Idee dahinter. Dazu gehört halt leider auch, dass wir uns das, was wir uns am Anfang nicht so überlegt haben, mit okay, das ist jetzt ein relativer Pfad, aber auf einem anderen System schaut der anders aus. Das heißt, wir schreiben das Ganze jetzt so um, dass wir nur ein Pfeil am Faden ändern müssen und auch nur ein Pfeil an Anpassungen haben und so. Das braucht leider ein bisschen Zeit, deswegen ist im Moment noch nichts online. Und das, was wir auch entdeckt haben, das ist, glaube ich, dann auch noch so am Rande, dass die einen, also zwischen Ubuntu und FreeBSD ist, glaube ich, der größte Unterschied, aber niemand sagt uns, dass der nächste Server nicht auf Debian läuft. Und da muss das aber im Prinzip einfach zum Nehmen draufklatschen, lauffähig. Also da müssen wir noch ein bisschen Test intensiv machen. Magst du dazu noch was sagen? Nachher dann, okay. Passt. Wir haben dazu, nachdem wir annehmen, dass dann von den verschiedensten Stellen Rückmeldungen kommen, haben wir in unserem C3W-Ticketsystem auch schon eine eigene Ansprechadresse. Das heißt, das wird dann auch bald dann auch bei den richtigen Leuten raus, die sich darum kümmern. An sich könnte man da vieles diskutieren von Usability bis Fehlermeldungen. Also benutzt diese Adresse bitte, das würden wir gerne so oft sehen, dass daraus quasi die Änderungen entstehen, wenn ihr sie nicht direkt auf Git einkippen wollt. So etwas entsteht halt nicht dadurch, dass sich einer mal hinsetzt und zwei Wochen vom Datenschutzbeginn vom internationalen Datenschutztag nichts anderes macht, sondern es entsteht aus vielen kleinen Häppchen, aus den Adressdaten, aus jemandem, der LaTeX kann, aus jemandem, der PHP kann, aus jemandem, der weiß, wie man ein JavaScript kleinzeitig verarbeitet und sowas. Also das ist keine One-Man-Show, das sind eigentlich ganz viele Mitwirkende und wir stehen halt da als Repräsentanten aller derer, die schon mitgeholfen haben und in Zukunft werden es sicher noch ein paar mehr werden. Dazu gibt es hoffentlich Fragen. Sonst erzählen wir einfach euch noch ein bisschen was. Zu dir kommt ein Mikro. Okay. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist ja auch die Idee von euch, dass einzelne Hackerspaces zum Beispiel das dann selber hosten und customizen können, oder? Und ich habe mich nur gefragt, so,
warum ihr diese Idee habt, dass es dann von allen einzeln gehostet wird oder customized wird oder was ihr euch davon versprecht. Weil so rein intuitiv hätte ich jetzt gedacht, so, hey, reicht das nicht, wenn irgendwie der C3W zum Beispiel eine coole Version davon hostet, die dann alle verwenden können? Das kommt, Andrea hat es vorher schon ein bisschen angesprochen, es kommt ein bisschen auf die Ausgangslage an, weil wir zum Beispiel in Deutschland auch unterschiedliche Rechtsprechungen in den Bundesländern haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist richtig. Du könntest zum Beispiel, ich könnte nicht alle Polizei, wer alles in Nordrhein-Westfalen Daten speichert. Ja, wir haben bei uns in unserer Version alle, die in Österreich Daten speichern. Naja, das noch nicht alle. Also wir haben einen guten Auszug, aber alle sind es noch nicht. Aber das sind zum Beispiel alle Energieversorger, alle Telefongesellschaften, alle Internetprovider. Das ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. Und wir können es natürlich auch hosten, aber trotzdem muss ich dann seine Daten haben. Ja? Und wenn der Space es nicht selber hosten kann, dann würden wir uns auch überlegen, es für ihn zu hosten. Ja, natürlich. Und das ist jetzt auch eine Frage. Also wir haben da jetzt vor allem österreichische Datensätze. In Deutschland sind eventuell ganz andere interessant. Vielleicht möchte das auch jemand mal dann ins nicht französische, spanische oder was auch immer übersetzen. Da macht es keinen Sinn, dass wir das lokal hosten. Auch von der Anbindung schon nicht. Deswegen haben wir gedacht, wir machen es lieber möglichst klein und lieber möglichst so, dass es anpassbar ist und von kleineren Spaces auch verwendbar ist. Weil da finden sich tendenziell mehr. Und wenn er lokal seine Daten anpassen muss, dann kann er es gleich selber hosten. Dann muss er eh dran arbeiten. Dann braucht er dort jemanden, der das so weit kann, dass es auf den Server bringt. Okay, Dankeschön. Noch Fragen? Möchtest du dann noch? Den Server? Ja. Ich möchte nur kurz sagen, ich bin derjenige, der das recht spät erst dazugekommen ist, wo die Version 1 schon vorhanden war und dann einfach nur ein bisschen Feedback eingebracht hat als User, als einfacher und sich bereit erklärt hat, das Ganze in JavaScript umzusetzen und damit viele neue Probleme einfach auftreten, aber wir jetzt wesentlich mehr eben das für verschiedene Erfas und Clubs vorbereiten können. Und ja, mehr gibt. Ja, wir wissen nicht, ob wir das, also in welcher Form, wie weit wir das, wie dann das fertige Repository dann ausschaut, ist, ob das jetzt mit Git nur ein paar Files sind oder ob das dann ganze Abhängigkeitsbäume werden. Das also uns ist klar, dass wir da hier mit einem relativ unvollständigen Produkt daherkommen und normalerweise müsste man uns unter Buh aus dem Saal schmeißen. Ja? Aber wir wissen, das ist ein Community-Project. Da hätten wir gern, dass viele mitarbeiten. Und je früher wir damit hinausgehen und Leute zur Mitarbeit einladen, desto eher kommt eine Community zustande. Das ist die Idee dahinter, dass wir uns jetzt damit schon raustrauen, bevor wir noch, im Moment haben wir die Version 0,0054 irgendwas. Irgendwas zwischen 0,1 und 0,2, ja. Also wir hätten gerne, dass möglichst viele Leute schon jetzt mitmachen, uns erzählen, wie ihr die rechtlichen Situationen bei Ihnen ausschaut in Ihren jeweiligen Bundesländern, wie die Datensätze ausschauen. Vielleicht lernen wir da noch schnell was, bevor das 1.0 rausgeht. Das ist, warum wir da hier stehen und uns mit einem relativ dünnen Kleidchen hier. Ja, falls ihr, was uns konkret noch wirklich abgeht, ist eine sinnvolle Filterfunktion. Wenn wir zum Beispiel jetzt nach der Post filtern, dann kriegen wir zwar die Post raus, aber wie würdet ihr die Dienstleister da abbilden? Außer manuell hinzufügen. Also falls jemand eine coole Idee dafür hat, bitte melden. Das ist unser jetziges Problem gerade. Haben wir eigentlich auch ein Diskussionsforum irgendwo eingerichtet dazu? Nein, wir haben nur das Ticketsystem dabei. Aber das haben wir, Gott sei Dank. Ja, ein danke, Ticketsystem danke haben an, wir schon. Danke an, ja, genau, wir können. Hier könnt ihr Fragen oder Anregungen oder Adressdaten, die wir noch nicht online haben, bitte auch gleich einkippen. Okay. Gut, wenn keine Fragen mehr sind, dann sage ich danke. Und bitte meldet euch.